Grüezi, grüezi, Anastasia Kiewer. Sali. Hoi, ein kleines Küsschen. Sali. Wir haben heute einen ganz speziellen Promethee Drive, und zwar mit Anastasia Kiewer. Und zwar ist es eigentlich ein sogenanntes Special, und zwar ein Paris Fashion Week Special, weil Anastasia geht nächste Woche auf Paris ihre neue Kollektion zeigen. Ja. Anastasia, wir machen mit dir einen Drive in dieser wunderschönen Limousine, extra für dich ausgewählt. Wow. Schwarz, sowie dein Kleid von Limolux. Und zwar fahren wir jetzt hier den Rennweg durchab. Anastasia, wieso bist du jetzt plötzlich so erfolgreich geworden mit deiner Kollektion Anastasia Kiewer Couture? Ja, weil Anastasia Kiewer 17 Stunden pro Tag schafft. Wie viel? 17, 12 bis 17. Also wenn du jetzt zum Beispiel oder jeder normale Mensch am 6. Feierabend hat, ist bei mir Mittag. Ich habe am 6. gar nie Feierabend. Ah, okay, ich arbeite 24-7. Auch für dich, ja, oder? Ja, dann bist du genau gleich wie ich, ein Workaholic. Aber schau mal, du bist ja letztes Jahr bist du ja sehr aufgefallen. Am Zürich Film Festival haben sehr viele Prominente deine Kleider getragen, oder? Mhm. Jetzt das Mal gehst du auf Paris. Tragen dann die Prominenten auch das Jahr am Zürich Film Festival 2018 deine Kleider? Ja, es wird auch eine prominente Dame, eine wunderschöne, junge, prominente Dame, wer? Das Kleid tragen, das darf ich noch nicht sagen. Also wenn alles gut geht. Sicher Christa Rigozzi, oder? Das darf ich nicht sagen. Also wenn alles gut klappt, dann wird eine junge, wunderschöne, prominente Frau mein Kleid tragen. Ist das nur eine Person das Mal? Das Mal nur eine Person. Und wann gehen die auf Paris? Also ich bin in Paris zwischen 27. September und 1. Oktober. In einem Showroom, das heisst David Pirnier Showroom. Also dieser Showroom ist schon seit etwa 30 Jahren auf dem Markt. Und ja, wir sind sehr froh, dass wir dabei sind. Das Kleid, das du jetzt anhast, ist das aktuell aus deiner Kollektion? Ja, das ist jetzt die Winterkollektion 2018. Also ist das ein Winterkleid? Das ist ein Winterkleid, und du, ja. Im Spatzummer trägst du ein Winterkleid? Das hast du mir selber gesagt, ich muss etwas Aktuelles tragen. Also ich meine, das ist wunderschön. Das sind das St. Galler Spitzen. Nein, das ist eine französische Spitze. Französische Spitze, und genau. Das unten dran? Das ist Tüll. Da sieht man sogar deine schönen Beine. Und sag mal, wie kommst du dazu, als Schweizerin, jetzt, wo mit deiner Couture, mit deiner Linie eigentlich mehr oder weniger neu gestartet hast, wie kommst du jetzt auf Paris? Wie ist das dazu gekommen? Also das ist ganz einfach. Man hat sich bewerben bei dem Showroom. Und wenn ich das so im Nachhinein erfahren habe, das sind mehr als 150 verschiedene neue Brands gewesen. 150? Mehr als 150. Und dann haben sie einfach auswählen, das, was passt hat. Und wir sind ausgewählt worden, und das macht mich natürlich sehr glücklich. Das heisst nicht nur Glück, das ist sicher auch dein Können, das dazu geführt hat. Und das ist übrigens ein Napoleonssalon, das ist ein ganz berühmtes Zimmer im Hotel Vesta, nicht weit von Place Vendôme. Sehr exklusive Lage. Ja, wunderschön dort. Und in dem Napoleonssalon hat schon zu seiner Zeit Yves Saint Laurent Modeschauen gemacht. Und so weiter. Das ist einfach von der Architektur her, das aber ist ein Traum. Aber apropos Modeschau, du tust nicht, deine Kleider werden nicht vorgeführt auf einem Laufsteg mit Models, oder? Moment, also wenn jetzt ein Bayer zum Beispiel ein Kleid, ein Modell sieht und sagt, okay, das ist sehr hübsch, ich will es sehen, wie das angezogen wirkt, dann gibt es speziell Models, und dann tun sie Kleider natürlich... Die Models hast auch du organisiert? Nein, die Models sind auch vom Showroom zur Verfügung gestellt worden. Aha, okay, das gehört quasi wie zum Package. Genau. Apropos kaufen, deine Kleider kann man ja neuerdings auch, es müssen los, meine Damen, vor allem meine Damen, im PKZ kaufen, genau. Im obersten Stock, und PKZ Woman. Mhm. PKZ Modissa auch. PKZ also, und Modissa. Auch viele andere Boutiquen in der Schweiz, nicht nur die zwei. Also wer jetzt, wo kann man sie überall kaufen? PKZ Modissa? Das sind Prêt-à-Porter-Kollektionen, Grosskultur verkauft, dann Couture-Collection. Und dann gibt es noch ganze Liste, kann man auf der Webseite. Und wie läuft der Verkauf im PKZ? Es läuft sehr gut. Wir sind jetzt hier bei der Anastasia Kiewer, und zwar ihrem Atelier am Rennweg 12. Und sie geht mit diesen wunderschönen Kleidern bald am 27. September auf Paris, an Paris Fashion Week. Mhm. Anastasia, zeig uns doch mal, welche Kleider du mitnimmst und was das für Kleider sind. Also das ist alles Spring Summer 2019 Collection. Und das sind all die Kleider, und wir werden mitnehmen auf Paris. Was ist eines deiner Favoriten? Jedes Kleid ist ein Favorit, das kann ich jetzt nicht
genau sagen. Das finde ich jetzt sehr schön. Schau mal. Weißt, wenn du drei Kinder hast, kannst du auch nicht sagen, welches Kind du mehr liebst. Was ist das für ein Material? Das ist Mikado aus 100% Seide. Darf ich das mal einfach mal bei dir zeigen? Das sieht ja wunderschön aus. Das ist umgekehrt. Ah, so muss es sein, genau. Trägst du so Sachen selber auch privat? Ja, sicher. Ja. Hm? Also ich trage, nachdem die Kollektion genäht wird, trage sie natürlich auch selber. Aber ich kann sie vorher nicht selber tragen, weil dann verändert sich die Form und so weiter. Also meine Schneiderinnen verbieten mir das strengstens, dass ich die Prototypen, die vor sie in der Fabrik hergestellt werden, dass ich sie trage. Und da haben wir so einen richtigen, wunderschönen Sommerregen, oder? Genau. Was ist das für Material? Also das ist Tuchstickerei. 3D-Blumen, Bronze, das ist übrigens ein sehr, sehr schweres Kleid. Das glaube ich, ja. Wie schwer ist das? 5 Kilo? Ich weiß es nicht, ich habe keinen Wagen da. Du hast nur einen Muskelkater, wenn du das anhast. Jetzt haben wir ja deine Kleider gesehen in diesem Showroom. Das sind ja zum Teil wahnsinnig exklusive Sachen. Sind die überhaupt zahlbar? Also wer kauft so teure Kleider? Was hast du für eine Kundschaft? Also ich habe sicher viele Schweizerinnen und auch Frauen. Aber vermögende Schweizerinnen? Vermögende Schweizerinnen, ja. Also was kostet denn so, zum Beispiel, was das Kleid, das du jetzt anhast, in welchem Rahmen bewegt sich das frankenmässig? Also das ist, wie gesagt, das ist Prêt-à-porter und das ist zwischen 1'000 und 2'000 Franken. Das da? Ja, genau. Wenn ich das nach Mass mache, das kann 5'000 kosten, das kann 10'000 kosten. Das ist je nach Stoff, je nach Aufwand, also je nachdem, was es für alles für Accessoires gibt und so weiter. Das und das wird wirklich gezahlt, heutzutage? Ja, ja. Obwohl dein Brand ja noch nicht weltbekannt ist. Du bist eigentlich nur ein junger Brand, oder? Mhm. Anastasia Kiefer-Couture, oder? Hä? Ja, das wird zahlt. Also Frauen investieren das gerne, weil sie etwas überkommen, was also sie sonst... Männer zahlen dann, oder? Ja. Frauen hätten es gerne und Männer dann zahlen, Männer oder? Männer zahlen und Frauen selber auch zahlen. Kann man deine Kleider eigentlich auch online kaufen? Noch nicht. Leider. Aber du willst quasi einen Online-Shop einrichten? Ich würde gerne das bei einer, ja, entweder meine eigene Online-Plattform oder bei einer externen Online-Plattform anbieten, aber das muss schon an ein gewisses Niveau haben. Jetzt hast du ja wahnsinnig viel Werbung gemacht für Frauenkleider und du hast wirklich sehr schöne Kleider. Ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich auch gerne so ein Kleid tragen. Gibt es auch mal eine Herrenkollektion? Ah, ich würde so gerne eine Herrenkollektion machen. Dann würdest du mir so eine wunderschöne bordenrote Wildlederjacke schneiden mit Fransen. Nein, mit Indianerfransen. Ich würde mit Boxershorts anfangen. Mit Boxershorts? Ja. Für mich? Ich würde zuerst also viele junge Models einladen, also zu eines nach dem anderen und dann würde ich dann Anpassungen machen. Ja. Weißt, Spass muss auch sein. Ich habe jeden Tag nur mit Frauen zu tun. Ja, ich bin hetero und das ist einfach... Du bist hetero. Gut, haben wir über das auch noch geredet. Ja, das haben wir auch jetzt auch. Du, wir sind bereits schon wieder da am Rennweg 12. Anastasia Kiefer-Couture. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Dir ganz viel Erfolg in Paris, dass du gute Geschäfte machst. Das war Promity Drive Special mit Anastasia Kiefer. Hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, Promity Drive.